Wir befinden uns hier im Archiv der Hochschule für Gestaltung Ulm in der Ausstellung über Hans Güschelow, die ich kuratiert habe. Mein Name ist Christiane Wachsmann und ich mache hier in 5 Folgen eine kleine Führung durch diese Ausstellung zum 100. Geburtstag dieses wichtigen Architekten und Industriedesigners. Hans Güschelow lebte von 1920 bis 1965, ist also sehr früh gestorben. Seine Entwürfe, aber auch so das, was er für den Beruf des Industriedesigners gemacht hat und entwickelt hat hier an der Hochschule für Gestaltung, prägt eigentlich unsere Welt noch heute in vielen Dingen, wenn man genauer hinschaut. Jetzt will ich einfach noch was sagen über seine internationale Wirkung. Hier sehen wir einen Sessel, den er in Indien entworfen hat. In Indien war Anfang der 1960er Jahre ein wichtiger Neuerungsprozess im Gange. Nehru wollte sein Indien ja in die Reihe der Industrienationen bringen. Und dafür war es natürlich auch wichtig, dass im Industriedesign, also in der Gestaltung industrieller Güter, man internationalen Standards entsprach. Unterstützt haben ihn dabei unter anderem als Berater Charles und Ray Eames, die beiden amerikanischen Designer, und aber auch die Hochschule für Gestaltung, darunter vor allen Dingen Hans Güschelow, der 1965 für ein paar Monate nach Indien fuhr und dort eine Grundlehre aufbaute. Beim letzten Mal haben wir ja schon gehört, dass er das hier an der HFG dann irgendwann sehr systematisch betrieben hat. Und dieses National Institute of Design in Ahmedabad gibt es noch heute und die Leute dort sind sich auch durchaus dieser Wurzeln in Ulm bewusst. Hans Güschelow fuhr damals nach Ulm, nach Ahmedabad von Ulm aus und wir haben auch durch die Zusammenarbeit mit seinem Sohn einiges seiner Korrespondenz, die er mit seiner Frau geführt hat. Und da ist auch nochmal dieser Entwurf dieses Sessels zu sehen, wobei ich es schon interessant finde. Ich meine, das waren die 1960er Jahre. Damals sah man dann Indien als ein Entwicklungsland und in diesem Brief schreibt Güschelow, die Leute haben hier nichts, deswegen werde ich jetzt noch ein Bett und einen Tisch entwickeln, aber sie hatten natürlich durchaus ihre eigene Kultur. Das muss man eben immer mitdenken, wenn man auch solche historischen Persönlichkeiten betrachtet. Und dieser Sessel ist deswegen auch für mich so ein Mittelding zwischen europäischen Sitzgewohnheiten und dann doch eine Annäherung an das indische Sitzen. Hans Güschelow hatte aber auch noch andere Strahlkraft im europäischen und auch im fernöstlichen Ausland. Hier haben wir einfach nochmal beispielhaft eine Einladung nach Schweden, wo er einen sehr ausführlichen Vortrag über seinen Werdegang als Industriedesigner gehalten hat und wo man eben auch sehr schön sieht, wie er sich so vom Architekten wirklich zu jedem entwickelte, der diese Produktgestaltung machte. Wir haben hier noch einige Fotos aus Japan, wo eigentlich einige der HFG-Dozenten hinfuhren, Maldonado, Eicher und Güschelow, zur International Design Conference 1960. Und dann ist es eben so, dass kurz nach seiner Rückkehr aus Indien Hans Güschelow sehr plötzlich gestorben ist. Er hatte einen Herzanfall und dadurch ist er auch, denke ich mal, relativ unbekannt, denn er war in dieser Zeit eigentlich auf dem Sprung aus der HFG weg. Man wollte ihn in Hamburg haben als Dozenten, man wollte ihn in Stuttgart haben. Und das alles war dann eben sehr plötzlich zu Ende durch diesen Tod. Und ich denke, auch für die Hochschule für Gestaltung war das ein großer Schlag, dass eben einer ihrer bekanntesten und wichtigsten Mitglieder plötzlich nicht mehr da war. Sein Büro ist dann von seiner Frau Maike Güschelow später noch weitergeführt worden. Sie war bis 1969 dabei. Es war ein sehr großes Büro. Allerdings in den 1970er Jahren, 1972, wurde es dann eben auch geschlossen, weil damals war dann die Ölkrise, es gab nicht mehr so viele Aufträge und das war dann eben leider auch das Ende von Güschelow Design. Wir haben hier in dieser Ausstellung und auch in dieser Reihe gezeigt, wie
Hans Güschelow eben sowohl für die Hochschule als auch für diesen Berufsstand des Industriedesign wichtig war. Die typischen Entwürfe der 1960er Jahre, die aber doch relativ zeitlos wirken, weil sie eben so zurückgenommen sind und weil sie sehr darauf bedacht sind, dem Benutzer so ihre eigene, einfach die Freiheit zu geben, sie so zu benutzen, wie er das möchte. Und das war eigentlich auch sehr charakteristisch, nicht nur für Hans Güschelow, sondern auch für die HFG Ulm. So, das war jetzt mein kleiner Rundgang. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.